Hi Leute, ich bin's wieder, euer JK Forever No One. Und ich mache jetzt ein kleines Fazit des Jahres 2013. Wir befinden uns im Final Countdown sozusagen. Es sind noch ein paar Stunden hin, dann ist endlich 2014. Und ich will mal so ein bisschen erzählen, wie ich so das Jahr 2013 gefunden habe. Ich fand es sehr gemischt von den Gefühlen her auf jeden Fall. Also privat ist es natürlich sehr gut auch ein bisschen gelaufen. Dadurch, dass ich auch meine erste eigene Bude habe, gefällt es mir umso besser dieses Jahr auf jeden Fall. Und also endlich weg von Hotel Mama. Und ich komme auch gut zurecht. Ja, und das erstmal dazu. Dann natürlich noch ein bisschen Liebe, also da ist es die Jahre nichts anderes, nichts passiert, sag ich mal so. Würde mich freuen schon 2014, wäre schon geil. Privat, beruflich war am Anfang des Jahres sehr eine Achterbahnfahrt der Gefühle, sag ich so. Und aber jetzt läuft alles perfekt. Ich freue mich sehr. Und worauf ich mich natürlich am meisten freue, ist natürlich meine Filmesammlung. Meine Filmesammlung hat sich in diesem Jahr richtig krass versteigert oder gesteigert, weil so viele Filme habe ich in diesem Jahr wirklich noch nie gesammelt. Es sind irgendwie circa fast 300 Filme dazu gekommen auf jeden Fall. Habe also meine Sammlung richtig gut gesteigert, auf jeden Fall. Im nächsten Jahr geht es auf jeden Fall schon mit Ach und Krach weiter, mit schon Kultfilmen, auf jeden Fall. Und das sage ich nur, mehr sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall freue ich mich schon darauf. Die Sammlung war auf jeden Fall in diesem Jahr, hat sich ordentlich gesteigert. Ich befinde mich schon fast in diesem 1,6er-Bereich. Und ich habe mich schon im Juli, August schon gefreut, dass ich auf 1,5 bin oder sowas. Aber jetzt bin ich schon fast auf 1,6 sogar. Also, holy moly, sage ich dazu noch. Auf jeden Fall, also Filme ganz hoch angesiedelt natürlich. Ich habe auch ein paar neue Sachen natürlich bekommen. Zum Ende des Jahres mache ich natürlich noch ein kleines Update, damit ihr wenigstens nicht mit leeren Händen dastehen müsst bei mir. Das habe ich mit dem lieben Berliner Dave getauscht. Und einige kenne ich, einige nicht. Er hat ein paar Sachen von mir bekommen. Und ich habe ein paar VHS-Kassetten bekommen. Ja, ich will wieder auch ein bisschen darauf mich konzentrieren, auf VHS-Kassetten. Ja, jetzt muss ich doch mal so machen. Boah, es sind viele. Und ich stelle euch einfach mal ein paar dieser Filme vor, die ich bekommen habe von ihm. Das ist einmal Amok Train, Fahrt ins Nichts. Ab 18 steht hier hinten. Ich glaube, ich habe gelesen, sogar indiziert. Aber auf jeden Fall sehr recht interessanter Film. Scheint das auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ich den mal sehe. Ich habe ja so ein VHS-Kassett. Ich habe ja so einen Dual-Player mit DVD-VHS. Dann der nächste Film ist so ein bisschen Kindheitserinnerung auf jeden Fall, weil ich die Hörspielkassette dazu hatte. Ich glaube, den ersten oder beide Teile. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber auf jeden Fall, Rock'n'Doodle ist das auf jeden Fall. Das ist so ein kleiner Kindheitsfilm für mich. Deswegen war das für mich auf jeden Fall ein kleines Must-Have. Danke, Dave, für diese Kindheitssache. Ja, dann natürlich die nächste, so ein bisschen Kindheitserinnerung, auch wieder voll normal, ein bisschen auch gepredigt hier mit Tom Gerhardt. Kultfilm natürlich. Ein schöner, blöder Film, einfach nur, einfach toll, einfach chaotisch. Ja, wie gesagt, ich will meine VHS-Sammlung auch ein bisschen aufstocken. So, dann kommen wir hier Last Boy Scout, ab 18 hier die Fassung, mal sehen, wie der ist. Ich kenne ihn nur 10-weise aus dem Fernsehen, deswegen. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten coolen Film, South Park, der Film. Ja, jetzt habe ich den endlich mal selbst bei mir.
Ich kenne ihn natürlich von früher, aber ich muss ihn noch mal erstmal sehen, um die Erinnerung ein bisschen aufzufrischen. Auf jeden Fall. Und deswegen. Dann, nächste ist auch wieder Kindheit, also sehr viele Kindheitssachen auf jeden Fall. TKKG Drachenauge. Yes! Das brauche ich dir nur noch auf DVD und ich bin zufrieden. Dann der nächste Film ist Frogs. Mal sehen, wie der ist. Ich kenne ihn nämlich nicht. Ja, und dann ein Film, der mich doch recht, der recht interessant aussieht. Ist von Stuart Gordon. Kultregisseur von Reanimator hatte gemacht, From Beyond und Fortress. Der Film, der hier mir vorliegt, ist Castle Freak. Bin ich sehr interessiert. Mal sehen, wie der ist, auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich der Kultfilm. Und ja, und jetzt fange ich damit auch so an. Die zusammen auf VHS. Das ist, glaube ich, meine vierte oder fünfte Edition von dem Film. Freitag der 13. Der nächste. Die nächste Sache, die ich hier habe. Von Freitag der 13. Ja, das war so ein kleines Endjahres-Update von meinem Film. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Allerdings, ich bin noch nicht fertig. Ich will euch noch ein bisschen zeigen, was ich so für Silvester habe. Ist ja auch manchmal, gerade für solche Knallfreunde, die so ordentlich durchgeknallt sind, die zu Silvester mal so schöne Sachen holen. Zeige ich euch jetzt einfach mal. Einmal habe ich hier Laser. Alles aus Lidl wohlgemerkt. Laser ist einer meiner Lieblingsbatterien auf jeden Fall. Sehr schöne Effekte. Dann haben wir hier Firefighter. 86 Schuss. Ja, ist auch auf jeden Fall eine recht gute Batterie, finde ich. Und dann kommt eine sehr schöne Box oder Batterie. Das ist die Powerbox. Ja. Mit 100 Schuss. Ja. Und dann habe ich noch hier zweimal mir von Lidl geholt. Muss ich einiges noch machen. Fire Fantasy. Zweimal geholt gleich. Mit noch außer Raketen noch schön anderen Sachen. Knallteufel, bla bla bla. Knallteufel sind jetzt nicht so besonders. Aber auf jeden Fall die ganzen anderen Sachen. Kleine Batterien auch dabei. Und Böller natürlich auch. Ich liebe es zu knallen. Aber wenn ich doch muss. Ja, und dann habe ich noch so eine kleine Böllerbox geholt, wo ich so ein bisschen was schon verböllert habe. Muss ich auch ehrlich sagen, nämlich diese 30 Böller in einem. Ja, hier, das ist so kleine Böller-Sortiment. Ja, das war jetzt erstmal von meinem Silvester, kleinen Silvester-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch das Video jetzt, weil ich höre jetzt auch auf. Ja, wie gesagt, im nächsten Jahr geht das Sammeln fleißig weiter. Und wohlgemerkt, im neuen Jahr fange ich auch erstmal mit Updates an, die ich eigentlich in diesem Jahr noch gemacht hatte, die es aber leider nicht mehr irgendwie geschafft hatten. Das sind nämlich die Filme, die ich eigentlich in diesem Ultra-Update anpacken wollte. Die zeige ich euch jetzt in schnellem Durchlauf, stelle ich on auf jeden Fall jetzt Anfang des neuen Jahres. Zwar wahrscheinlich noch nicht morgen, aber die Tage folgen dann auf jeden Fall wieder neue Videos mit Updates, natürlich etwas älter, aber trotzdem. Nur damit ihr bereits Bescheid wisst, dass auf jeden Fall nochmal Updates kommen von Filmen, die ich noch nicht vorgestellt habe, die ich aber in meiner Sammlung habe. Und dann gibt es natürlich noch ein kleines, großes Update nochmal. Ja, ich hoffe, ich hatte viel Spaß bei dem Video. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich hatte auch sehr viel Spaß im Jahre 2013. Gute und schlechte Sachen sind passiert. Aber ich will jetzt nicht nach hinten blicken. Ich gehe in die Zukunft. Und das heißt 2014. Es hat mich gefreut, auf jeden Fall in diesem Jahr 2013 euch wieder mit Filmen zu versorgen. Nach einer langen Pause natürlich auch in diesem Jahr. War ja auch noch dabei. Ja. Bis dann, wünsche ich euch euer Jacket Forever No One. Rutscht gut rein, aber nicht zu hart.